Hallo, herzlich willkommen bei zurück bei Dingsbums Tryin Wackelpudding. Dingsbums. Wackelpudding. Auf geht's, weiter in die Schlacht. Huch, was mache ich denn da? Das wüsste ich auch gern. Ach, da kann man rauf, okay. Ja, wohin so willst du denn sonst? Na, ich dachte, Kleine werdet, wo wir drauf müssten, könnten. Das sind voll die Kletterprofis. Ja, und die, ne? Hallo, dicke Spinne. Ich hab ein Eisschild. Jetzt weiß ich auch meine Gegner. Das ist cool. Was ist mit dir? Ich hab ein Eisschild, womit ich meine Gegner vereise. Wow. Ah, die müssen mich dreimal angreifen, dass sie zu Eis erstarren. Nava geht ab. Hey. Was? Nava geht ab. Nava geht ab. Okay. Alles klar. Okay. Spinne! Die ist gerade voll runtergekommen. Was machst du denn da, Spinnch? Oha! Du hast mich gerade mit Spinne beworfen. Oh je. Das war echt skillig. Mhm. Ich kann das auch, wenn ich will. Eigentlich meinte ich mich. Nein, du meinst es mich. Das sehe ich anders. Du hast das Pasta zum Explodieren gebracht, warte. Das hat ja gar nichts gebracht. Jetzt hast du mich eingeklemmt. Ja, ich weiß, ich halte es extra nach unten. Ach so. Nicht, dass ich fies wäre oder so. Meins. Nein, du doch nicht. Ha, ich hab's. Hast du gar nicht. Klar. Oh. Hast du gehört, das war der Versagerklatsch, der war aber bloß für dich. Du Arsch. So nennt man mich irgendwie öfters. Oh. Ich laufe immer viel zu früh nach vorne. Das dreht sich. Das ist wieder ein Karussell. Oh nein, ich vergesse immer zu springen. Okay, Explosionskiste. Ah, okay, ich raff's. Achtung, die explodiert gleich. Die ist aber schön geflogen. Das ist nicht witzig, okay? Schon. Warum drehst du so hart? Alles klar. Also theoretisch habe ich das Rätsel gerafft. Ja, wir müssen da rauf, damit das andere Ding hier hochgeht. Was? Kannst du da rauf gehen? Worauf gehen? Darauf? Ja, auf dieses kleine Ding, wo die Kugeln dann rauskommen. Ja, nee, warte. Guck mal hier. Wenn ich jetzt dahin gehe. Hier unten stehe. Dann bleibt das Ding nämlich hier hängen, klatscht dagegen. Dann kannst du für eine Zeit lang hier ruf. Wenn ich jetzt hier aber... Ja, für eine Sekunde. Ja, reicht ja. Ich hier jetzt nämlich die Planke lege. Nee, bringt nichts. Warum bringt die Planke nichts? Das ist ja dumm. Wollte ich eine Planke drauflegen, sodass das Ding irgendwie... Warte, okay, warte. Guck mal hier. Ich bin drüben. Ja, und warum? Weil ich das gerade runtergehalten habe mit der Alten. Ja, ich würde dir gerne helfen, kann ich aber nicht. Ja, geht auch bei mir nicht. Ich komme jetzt vor allen Dingen nicht rum. Dann versuch dich mal umzubringen, dann kannst du dich hier wiederbeleben. Wie soll ich mich denn umbringen? Ich komme ja nicht mal hoch. Da oben ist eine Kiste mit Explosion und böse Feuer. Da komme ich ja nicht mehr hoch. Warum nicht? Weil das Ding hier gerade steht, das Karussell, und deswegen kann ich das nicht mehr bewegen. Guck mal hier. Töte dich. Oder warte, guck mal. Nee, das Ding kann ich nicht bewegen, schade. Hier oben sind noch Knüppel. Oh ja, die sehe ich gerade. Warte denn, halte ich dir nämlich eine Kiste hier drauf. Warte. Drehen wir. Ist nicht so, wie es geplant war. So, ich komme leider nicht weiter. Warte. Wieso kommt das nicht weiter? Weil ich keine magische Kraft habe. Oh. Warum fällt sie denn runter? Warte, ich komme. Das weiß ich nicht. Okay. Ich könnte ja auch noch eine Kiste hinstellen. Warte.
nein, das war dumm. Das war dumm, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Okay, warte. Ich versuch's nochmal. Ja, zwei Kisten, soweit so gut. Schiebe ich dich wieder hoch, mach noch ein so ein Ding. Da muss man schnell sein. Ich hab's. Nein. Doof. Doof, 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 doof. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Spring mal bitte. Okay, okay, okay. Warte, mach ich gleich, mach ich gleich, mach ich gleich. Ich schieb dich gleich hin. Ich versuch's. Okay, warte, wir sind gleich oben. So. Jetzt kommst du da ran. Haha. Warte, und jetzt kommst du von da aus hoch zu mir. Glaubst du, wurde das nicht gewollt, oder? Überhaupt nicht, nein. Oh, aber guck mal, da oben ist die nächste Kiste. Und da kommen Stachelbällchen runter. Ja, kein Problem. Da kommt eine Spinne. Oh. Aber die mag mich gerade. Von daher kein Problem. Achtung, jetzt will sie dich. Ich hab's angeditscht. Sehr gut. Hammer, Chaos. Errungenschaft freigeschalten. Oh, du bist genippelt. Knapp, junge Dame. Knapp. Ja. Und wir kriegen ein Gedicht. Die Schwester verloren. Die Nacht bricht herein. Nur eine kann wirklich die Königin sein. Ah, jetzt geht's langsam in die Brüche. Mit ihrer Freundschaft? Nennt man das Freundschaft? Na, es ist ja eine Freundschaft zwischen Schwestern gewesen, ne? Du bist echt kacke! Mann, ey! Warum? Okay, tschüss! Boah. Voll gut. Du ein Arsch. Okay, dann müssen wir da jetzt rüberspringen. Aber da ist auch die Grütze. Die Grütze, die mag uns nicht. Heißt, wir müssen da oben irgendwie. Ah, nee, guck mal, die Grütze hört auf und dann kommen die wieder. Na! Das traf ich nicht. Wie macht man das? Ich weiß, wie man das macht. Dafür musst du mich aber nochmal wiederbeleben. Oder mach das einfach so, genau. Warum nicht? Ach, schön. Ach ja. Na, guck mal, da sind wir doch wieder. Na, kick. Oh je, Mine. Ich hab Spaß. Nein! Ich bin die Einzige, die weiß, wie das funktioniert hier. So ein Merkt Scheiß. Man. Merkt man richtig. Ich weiß auch, wie es funktioniert. Nein, die Kisten, die Stacheln. Dann mach mal. Ich glaub an dich. Hey, hätte ich mich dir nicht die ganze Zeit geschnitten, weil du die Stacheln aufgehalten hast, dann wäre es auch gar kein Problem. Du hast dich nicht geschnitten, du hast dich gepiekst, so ich heile dich jetzt die ganze Zeit, bis du drüben bist und den Hebel betätigst. Ist das ein Plan? Sehr gut, danke schön. So, ja, nee, heilt. Das war jetzt unfair. Das war unfair? Ja, der von dem Pika gegenüber da. Ja, aber wir cheaten schon wieder. Das ist gar nicht unfair. Wieso cheaten wir? Na, weil ich hier bin, um nicht zu heilen. Wenn man das Spiel alleine spielt, dann macht man das auch nicht. Nein! Ja. Ich kann immer wieder hin und her, um dich zu heilen. Irgendwas habe ich jetzt zu Ende gemacht. Die Säure ist aus. Okay, damit können wir leben. Ah, guck mal, da oben sind noch Pinöpel, die wir nicht geholt haben. Au. Ja, die habe ich schon gesehen, aber die habe ich. Die habe ich nicht gekriegt. Dann hole ich sie mir jetzt. Hab sie. Alles gut. Guck mal. Ah, ein Wiederbelebungspinöpel. Sehr schön, wir haben es geschafft. So. Ja. Achtung, okay. Viech. Ja, ich weiß, hab schon gesehen. Mann, warum mag das denn Säure? Das war kacke. Warum bist du so unfähig? Boah, du Arsch. Hä? Da ist Säure rausgekommen, Bescheid.
Ich glaube, wenn wir hier lang gehen, dann ist Ende. Willst du dich mal hier wiederbeleben als Zauberer und dann gucken, ob da oben noch was ist? Oder warte. Da oben ist nichts mehr. Sicher? Ja, also da müsste nichts mehr sein. Sicherer als. Okay, ich glaube, da oben ist nichts mehr. Dann gehe ich jetzt einfach weiter. Ne, meinst du, war da wirklich nichts mehr? Oder? Nee, ich glaube nicht. Achso, ich kann jetzt auch laufen. Guck dir das mal an, ist das nicht schön? Oh, die Rosen sind schön. Was ist das? Oh, da können wir draufhauen. Achtung. Was? Ich bin gar nicht da runtergeflutscht. Hab ich nie gehört. Ich bin auch gar nicht runtergefallen eigentlich. Jetzt bin ich deprimiert. Jetzt bist du was? Deprimiert. Okay, warum? Weil ich da nicht runterfallen wollte. Alles klar. Stellst du dich mal hier drauf? Au. Ah, komm. Hoch, runter. Das ist ja auch doof. Warte mal. Soll ich einfach mal den Hebel? Oh. Das wäre zu einfach. Also ich weiß, wie wir es runterkriegen. Schaffst du das oder soll ich dir helfen? Nö, das geht, aber irgendwie wollen die nicht sterben. Irgendwie sind die... haben die zu viel Leben. Jetzt kommt auch noch einer von hinten. Die sind ja krasse Viecher. Okay, ich helfe dir. Ja, ich bin sowieso tot. Dann passt's ja. Alter, Fischmenschen. Böse, fiese Fischmenschen. So, pass mal auf. Mein Plan. Wenn jetzt das Wasser weggeht, dann werdet voll gemein. Oh. Streng mich so schön an. Okay, was ist da gerade passiert? Es passiert überhaupt nichts. Siehst du das? Es klingt, als würde etwas klemmen oder als wäre etwas kaputt. Magst du hier mal runter? Denn da müsstest du jetzt was einsammeln gehen können. Du willst Amadeus haben? Perfekt, tatsächlich, ja. Du bist gut. Dankeschön. So bin ich. Oh. Mach das Tor auf! Aber wenn da jetzt nichts passiert, müssen wir wahrscheinlich gleich wieder zurück. Oh, wir sind die Besten. Oh ja. Okay, du schwimmst zu einem Geheimnis, wie es aussieht. Nee, das ist kein Geheimnis. Ach so, kommst du da wieder raus, okay. Und... Ich bin mir nicht sicher, ob das hier landen sollte. Oha! Ja! Das sieht nach einer weiteren Aufgabe für den Zauberer aus. Na, hast du gehört? Weitere Aufgabe für den Zauberer, sagt er. Kommst du hoch? Also ich will sie eben die Zauberin haben. Ach, hab's. Was sind das für eine Pinöpel? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Oh mein Gott! Okay, warte mal, hier haben wir jetzt erstmal Ditte. Gucken wir mal, ob da oben was ist. Magst du da mal eben hinspringen? Mhm. Das ist fein. Ist da was? Nö, die Kamera bewegt sich auch nicht nach oben. Okay. Jetzt ist die Frage, was will der von uns? Können wir das Ding hier bepusten? Ich würde das da links anstecken, also dass es so ein Kreislauf wird, so. Ah ja. Meinst du, es klappt? Ja. Nee. Gib mir die Zauberer her. Du machst das schon. Klar mach ich das schon. Du machst das wirklich. Okay, du bist... Obwohl, warte, ich guck gleich, ob das brillant war. Nee, doch nicht so. Aber es hätte klappen können. Nein, warte. Nee, das ist doch blöd. Wir bräuchten einen geraden Schlauch. Wir bräuchten einen geraden Schlauch.
Finden wir hier zufälligerweise einen geraden Schlauch? Höchstwahrscheinlich nicht. Nö. Ich guck nochmal hier unten rein, weil einfach, weil ich es sehen möchte. Sagt sie, da unten ist Kinderheimnis und dann ist da doch so ein Pinöpel. Ja, da ist auch ein Pinöpel, aber da ist man erstmal noch nicht reingekommen. Ja, ich geb dir recht. Das könnte hinderlich sein. Und die junge Dame zaubert und zaubert. Entschuldigung. Nein! Was hast du getan? Ich bin mit meinem Schild gegen und hab einen Pinöpel eingesammelt. Nein! Doch. Was soll ich damit anfangen? Ich glaube, wenn du sie befestigst, arbeitet die Pumpe unten wieder. Ah, richtig. Natürlich. Dann müssen wir die doch verbinden irgendwie. Weil dann arbeitet die Pumpe wieder. Ja, oder wir machen den Pinöpel einfach zu. Warte, ich gehe mal runter. Und guck, ob die Pumpe pumpt. Bleib mal bitte oben. Achso, ne, war der da oben. Nee, ne? Nö. Aber um sie zu verbinden, können wir sie doch nicht so benutzen. Hier hinten ist auch nichts weiter. Aber vielleicht hier. Und kam Luft raus. Aber das bringt uns nichts, weil kein Rohr ist. Was wiederum schade ist. Da sind wir. Hey, Flutsch, das bringt uns auch nicht viel. Willkommen beim Single-Player-Player-Let's Play. Yay. Hm. Hallo. Probier mal aus. Achso, warte. Bin sofort da. Bin gleich da, bin soweit, bin nicht soweit, ich bin daneben gesprungen. Und pumpen! Nö, ne? Nö. Oh, bin ich blöd. Hier oben kann man noch ein gerades Teil abmachen und hier noch auch noch, oder? Nee, aber das gerade Teil konnte man hier noch abmachen. Toll. Na, dann wissen wir ja, wie es geht. Ungefähr jetzt, ja. Nee, ich weiß es. Genau. Geh mal runter. Flupp. Ja. 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 Ich geh schon mal runter. Warte kurz, ich krieg das Ding nicht dran. Du musst, glaube ich, erst den kleinen Pinöpel daran pappen, weil sonst kein Platz mehr ist. Noch nicht machen, ich muss eben nicht erst den Pinöpel wieder zumachen, dass das nur... Oh! Das meinte ich mit erst den kleinen Pinöpel. Warte kurz. Nochmal eben das halbe Ding abbauen. Da, das ist nicht langweilig. Nein, das verwechsel nicht. Oh, guck mal, die Pumpe ist grün geworden. Warte, noch nicht? Hä? Weil sie funktioniert? Jetzt! Was soll ich damit anfangen? Ich glaube, wenn du sie befestigst, arbeitet die. Versuchen wir es. Hallo. Natürlich. Wuhu! Yay, wir sind unten. Und guck mal, da sind Pinöpel. Die wir einfach einsammeln konnten. Gut. Ja, jetzt wird's schwierig, wird. Nimmst du wieder die junge Zauberdame. Ja, klar. Nimm mal deinen Dickschädel da weg, bitte. Kommen wir denn da hoch? Ja, indem du da nicht dran rumspringst. Ah, du bist schlimm. Ich weiß, danke. Okay, eine Kiste kann ich dir noch stellen. Spring mal. So. Das ist doch schon fast eine tolle Treppe. Ja, perfekt. Ja, nee, ich komme nicht hoch.
Oh, ich mache komische Geräusche. Immer muss man auf dich warten. Mann, Mann, Mann. Ja, weil ihr Kind habt, der mir den Weg frei macht, so wie du. Da kannst du ran an den Eimer. Ich mach die Viecher kaputt. Bam! Und ey, peitscht. Spannender Kampf. Ich komme. Hab ich auch hier. Ich schütze dich. Danke. Kein Ding, Digga. Ich glaube, da kommt Säure von oben. Oder was von unten. Na, ich glaube gar nichts kommt da. Magst du trotzdem mal gucken, was da oben ist? Ist da irgendwas? Weiß ich nicht, da ist ein Eimer und meistens, wenn ein Eimer da ist, kann man sich daran hangeln. Warte. So. Jetzt müsste es klappen. Ich habe ein Level Up. Ansturm finde ich doof. Feuerschwert ist ganz nett. Bin tot. Lenkdrachenschild. Der Ritter hat sein Schild und seinen Magen setzen eine neue Fähigkeit, eine Schwerkraft außer Kraft zu setzen. Ich kann durch die Luft gleiten, wenn ich das. Nee, da kille. Oben ist nichts mehr. Na gut, dann nicht. Schade. Ja, lass mich duschen. Voll nett von dir. Weiß, danke. Wisst ihr, was Ironie ist? Nö. Na, dann ist ja gut. Bescheid, die Folge ist zu Ende. Nein, doof. Ach, so ein Müll. Was ist denn Müll? Nee, gut, dann würde ich sagen, bis hier noch nicht weiter. Stimmt schon, 22 Minuten. Gut, dass keiner auf dich hört. Was? Eigentlich. Was? Was? Ey. Also eigentlich haben wir echt viel geschafft jetzt, die letzten Folgen, oder? Ja. Muss man so sagen. Wir sind echt gut vorangekommen, finde ich. Pups. Na gut, dann machen wir jetzt Schluss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.